Beim Landesamt für Verkehr und Straßenbau laufen erste Vorbereitungen für einen Neubau der Straßenbrücke auf der S234 zwischen Hoyerswerda und dem Abzweig Seidewinkel. Aktuell laufen Vermessungen und Baugrunduntersuchungen, erklärt Sprecherin Isabel Siebert. Diese sind notwendig, da mehrere Varianten für den Ersatzbau geprüft werden. Ein konkreter Zeitrahmen sei in dieser frühen Planung noch